Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Gold. Im letzten Part haben wir Inkognitos gefunden, haben uns sogar eins gefangen. Oh yeah. Kann sogar Kraftreserve. Okay, im letzten Part waren wir hier und in diesem Part werden wir hier mal reingehen. Mal gucken, was wir hier finden. Okay, gleich mal einen Obstbaum gefunden. Mit Antipaarbeere. Oh yeah. So, was finden wir denn noch hier Feines? Irgendwie kommt mir die Gegend bekannt vor. Ich glaube, ich war hier schon. Okay, jetzt weiß ich hier, wo ich bin. Okay, das hätte man mir auch gleich sagen können. So, egal, dann habe ich wenigstens jetzt mein Pokémon geheilt. So. Nee, da will ich garantiert nicht hin. Wenn ich nur Fenser hätte, hätte ich gesagt, okay, hätte ich mir einen Onix holen können, aber da ich kein Gnufenser besitze, bringt mir das herzlich wenig. Also gehen wir mal hier runter. Oh, und der lässt mich sogar durch, aber irgendwas gibt's mir doch. Du besitzt einige gute Pokémon. Sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Violet City absolviert hast, so gut. Das Training in den Arenen muss noch groß von Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Violet City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Juhu, ich hab Wundersaat gefunden. Das sind Wundererbsen. Jetzt kann ich eine Bohnenranke wachsen lassen. Ach du Scheiße, ein Felino. Schade, dass ich ein Wasser-Pokémon habe. Jetzt hätte ich mir vielleicht dieses komische Vieh geholt. Aber da ich Kanimani schon besitze, bringt mir das herzlich wenig. Und ein Kampf. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Du denkst also, du bist stark. Na, ich bin sogar sehr stark. Ein Ratzfatz, oh mein Gott. Es wird uns one-hitten, es wird uns eliminieren. Es wird ein Creeper aus uns machen. Ruah! Nicht, wer wirst du denn vortöten? Oh, ich hab fest forward, fällt mir gerade auf. Ach du Scheiße. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und ein Zubat. Böse. Das Zubat wird mich jetzt aber one-hitten. Nein, eher andersrum. Ich one-hit es. Und ich bin Level 14. Oh yeah. So, hätte ich mir jetzt einen Divi geholt, würde es sich entwickeln. Aber leider habe ich es nicht. Also kriegen wir auch keinen Divi. Okay, Kanimani Level 14, so. Muss ich jetzt. Ah, da ist ein Pokémon. Nein, ein Kampf. Oh, ein Gnofenser. Stirb. Trank gefunden. Nice, nice. So. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Und ich weiß, dass man gegen dich kämpfen kann, also kämpfe ich gegen dich. Aha. Ja, du weißt, wie bitte? Kampf, ich telefoniere. Oh, okay, aber mach schnell. Lol. Picknicker. Setz Nidoran ein, was zur Hölle? Okay, töte ich mit Kanimani. Kratzer. Bams. Ist mir aber gerade auffällig. Ich habe doch Aquaknarre gelernt. Bringt Aquaknarre nicht etwas mehr? Eigentlich schon, ne? Ja, doch, etwas. Nicht viel, aber etwas. Aber ich denke mal, so doll zur Sache kommt das nicht. Also werde ich ihn weiter mit Kratzer töten. Bams. Picknick Annette. Nimm es leicht, das ist gemein. Du bist doch ein Weib, ne? Ich hatte einen netten Plausch. Wow, du bist ein starker Gegner. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich. Okay, Leute, kleiner Fehler am Rande. Hier bin ich wieder. Wenn ich wieder mit dir kämpfen möchte. Ja, klar doch.
Oh, gleich ist meine Nummer ausgetauscht hier. Oh, ich glaube, da will einer flirten. Nein, Spaß. Okay, wo gehen wir nun hin? Jetzt gehen wir hier runter. Okay, ich weiß schon, was da auf mich zukommt. Habe ich eigentlich das Ei bei mir? Ja, das habe ich bei mir, okay. Okay, ich sehe Angler wahrscheinlich. Nein, ein Kampf. Stirb. So. Wow, wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ich hatte ein Pech. Hätte mich auch ignorieren können, Pappnase. Okay, ein Kapodor, du bist scheiße im Kopf. Und da du nur Kanimanis hast, werde ich fest verurten. Brems, stirb. Und ja, noch ein Kapodor, also fest forward. Und noch ein Kapodor, WTF. Oh, Level 15. Stirb! Nein, ich habe mich nicht auf beschäftigt gemacht bei Skype. Oh, verdammt. Jetzt hätte ich schon wieder angeschrieben. Hoffentlich werde ich nicht angerufen. Solange ich nicht angerufen werde, ist alles okay. Okay, Carpador. Kratzer. Flash. Stirb. Platsch. Das war deine einzige Antwort. Platsch. Meine Pokémon? Frisch gefangen. Okay. Ahmed, ach du Scheiße, ich hasse diesen Namen. Erinnert mich an so einen Volldödel, aber ich will ja hier nicht lästern. Egal, Kratzer. Bist du Scheiß im Kopf? Ich bin zufällig Wasser-Pokémon, Blubber bringt da nicht sehr viel. Ich glaube, das war jetzt eine sehr dumme Idee. Na okay, die Idee war schon viel klüger. Hypnose. Komm, wach auf, du Missgeburt. So, boah. Ich bin Level 15, juhu. Ein Level noch, dann habe ich eine Entwicklung sicher. Oh my goodness. Burns. Kratzer. Haha, Loser, Kackbuben, Kackbuben, stirb, du Spiralrolle, stirb. So. Dö-dö-dö-dö. Platscher? Komisch, der andere sagt Platsch und der andere Platscher? Die Logik der Angler, wirklich jetzt mal. Ich bin ein guter Angler, aber ein noch besserer Trainer. Lass mich raten, du besitzt Carpadors. Oh nee, Goldini sogar. Oha, du bist gut. Aber mein Kanimani ist besser. Kratzer. Und Kratzer. Und ein finaler Kratzerschlag. Tod. Boah, fast Level up, boah. Ich wollte die Sache beschleunigen. Ach, wer's glaubt, wird selig. So, wo müssen wir nun hin? Ich würde ja eigentlich noch mein Kanimani entwickeln lassen. Ja, Level 16. Lol. Hättest du dich nicht eigentlich jetzt entwickeln müssen? Lol. 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 Okay, oder war das auf Level 18? Das kann natürlich auch sein. Dieser Blick, wie faszinierend. Ja, doch, kann auch Level 18 sein. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich habe die goldene schon Ewigkeiten halt nicht mehr gespielt. Oh. Okay, Nidoran. Dich töten wir. Mit Kratzer. Mann, mache ich gut Schaden. So gehört sich das. Und Kratzer, stirb. Das ist enttäuschend. So sehe ich das auch, mein Freund. So, da oben liegt ein Pokéball, den will ich haben. Ja, Superball. Kein Pokéball, aber Superball. Perfekt. So, nach oben zu gehen, da habe ich jetzt gar keine Lust.
Nein! Stirb. Ach du Scheiße, du bist auch ein Trainer. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Na, wenn du meinst. Na, was hast du denn Schönes? Ein Felino, ach du Kacke. So. Kratzer, dich kratzen wie tot. Alter, du bist so ein Kackbuhn. Also, boah, das kann nicht sein, ey. Dann setzt der Rutenschlag ein, schlug fehl, und dann setzt Aquaknarre ein auf den Wasser-Pokémon. Mann, ist der scheiße. Du musst echt noch viel lernen. Mist, ich dachte, ich könnte gewinnen. Tja, wenn ich jetzt Feuerriegel genommen hätte, dann hättest du gewinnen können. Aber leider war das nicht der Fall. Wie möchtest du die schmackhafte, gehaltsvolle Fleckmann-Route zubereitet haben? Für dich jetzt nur 1 Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Auf jeden. Ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Alter, bist du dumm? 1 Million Pokéballer. Ich bezahle auch 1 Million Pokémon von der Fleckmann-Route. Dann hacke ich einfach. Dann fange ich mir einfach ein Fleckmann. Und hacke dieses Fleckmann, also werde da die Route abhacken. Und dann habe ich eine kostenlos. Warum soll ich dafür 1 Million Poké-Dollar bezahlen? Das ist doch voll nutzlos. Und ich habe eine Angel erhalten, so nebenbei. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, woher wusste ich das wieder nur? Ach, ja, der Aragorn ist gut. Ah nee, ich heiße ja gar nicht mehr Aragorn. Ich bin jetzt Cage, oh yeah. Voll schwer, da muss man sich erstmal voll dran gewöhnen. Normalerweise sagt man ja dann immer Ara oder so, aber jetzt muss ich ja Cage sagen. Egal, könnte auch Chris sagen, aber nun gut, die 12 Minuten sind erreicht, also würde ich sagen, haut rein und ciao.